Und wenn uns das Ding einfach im Kreis führt? Das glaube ich nicht. Schau! Das Herz des Waldes. Bist du sicher? Ja. Ziemlich. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Kopflose Reiter, Paladine, Hexen, Spinnen. Darin könnte eine Armee auf uns warten. Ladies first? So süß. Ach. Hallo. Hallo. Was immer in der Höhle unter dem Baum lebt, es hat alle Bäume in der Nähe getötet. Nur der Baum direkt über dem Höhleneingang lebt noch. Mehr oder weniger. Ich habe noch nie einen so verkrüppelten und kranken Baum gesehen. Selbst Ivos Vater dürfte Probleme damit haben, ihn wieder erblühen zu lassen. Okay, also wir können sie nicht angucken. Obwohl es angeboten wird. Also schön. Ich gehe voran. Ich gehe voran und sie latscht vor, ne? Esther! So, so, so. Wen haben wir denn da? Hä? Erzmagier Alistair, was tut ihr hier? Ihr könnt nicht Alistair sein. Wer seid ihr? Das ist nicht möglich. Der Erzmagier ist tot. Wer seid ihr? Ja, ich bin tot. Dank dir. Wärst du nicht so unfähig und dumm gewesen, würde ich noch leben. Was? Ihr seid nicht Erzmagier Alistair. Es tut mir leid. Munkus hat mich reingelegt. Aber das wollte ich nicht. Schluss damit. Du bist nicht der Erzmagier. Aber Wilbur, wie kannst du sowas nur sagen? Ich war dein Freund und du hast meinen Tod nicht verhindert. Wer bist du wirklich? Schweig! Schluss mit dem Blödsinn, wer bist du? Erzmagier Alistair und Remy waren meine Freunde. Ich verbiete dir so zu tun, als wären sie hier. Verstehst du nicht, Wilbur? Wir haben uns auf dich verlassen und du hast unser Vertrauen missbraucht. Du hast uns enttäuscht. Und du wirst auch Gulliver, Timmy und die anderen enttäuschen. Du bist nur ein kleiner, dummer Junge, der immer alles nur noch schlimmer macht. Blödsinn! Hör nicht auf ihn, Wilbur! Nein! Ja! Ich werde dich aussaugen! Stopp! Ich weiß, wer du bist. Munkus. So. Du bist Angst. Du bist der Geist des Hexenmeisters. Naja, nicht wirklich. Ich wollte dich nur von Lizzie ablenken. Du bist Angst. Du bist immer das, wovor wir uns am meisten fürchten, oder? Ich bin Tod, Krankheit, Verlust, Versagen, Demütigung. Das Monster unter dem Bett. Der schwarze Mann im Schrank. Lizzie hat Angst vor Spinnen. Esther vor Paladinen, die ihr mal den Kopf abgeschlagen haben. Und ich will nichts falsch machen und schuld sein, wenn meinen Freunden etwas Schlimmes passiert. Aber du kannst es nicht verhindern. Ihr beide werdet diese Höhle nicht leben verlassen. Und dann hole ich mir deine Freunde, einen nach dem anderen. Wir sind zu zweit, du bist alleine. Du bist nicht real, ich werde mir schon etwas einfallen lassen. Du bist nicht real. Du bist nicht real. Pfeile und Bolzen fliegen einfach durch dich hindurch. Nichts kann mich verletzen. Ihr seid verloren. Verzweifelt. Du bist nicht real. Du hast nur Macht, weil wir sie dir verleihen. Nein, ich bin real. Ich werde deine Freunde töten. Nö. Ja, dann tu es. Friss sie auf. Da liegt sie. Ich werde dich mit meinen vielen Beinen abtasten und ich werde dich beißen. Nein, wirst du nicht. Die Spinne ist nicht real, Lizzie. Doch, Angst ist real.
Lass dich nicht von der Angst lähmen, Lissy. Sei mutig. Richtig. Warum weichst du zurück? Du wolltest sie doch beißen. Ja, warum soll ich Angst vor dir haben, wenn du mir eigentlich gar nichts tun kannst? Aber wenn doch. Man kann nie wissen. Das Risiko gehe ich ein. Ihr könnt mich nicht vernichten! Ich bin immer da! Aber wir können dich kontrollieren. Alles okay? Ja, geht schon wieder. Okay. Esther. Esther hat noch keinen Mucks von sich gegeben. Ich hoffe, sie ist in Ordnung. Und ich hoffe, sie kann laufen. Es wäre ein langer Weg zurück, wenn ich sie tragen müsste. Esther, wie geht es dir? Er wird mir den Kopf abschlagen und dann kann ich mich nicht mehr um Gulliver und Nate kümmern. Dieses Ding ist weg, Esther. Es kann dir nichts mehr tun. Gulliver und Nate geht es gut. Sie warten auf dich am Lagerfeuer. Es gibt keinen Paladin, er war nicht real. Es gibt keinen Paladin mehr. Und es gab auch nie einen. Es war eine Art Trugbild, um dir Angst zu machen. Doch, ich hab ihn gesehen. Er will meine Familie holen. Gulliver und Nate geht es gut. Die beiden warten am Lagerfeuer auf dich. Ja, noch geht es ihnen gut. Aber der Paladin will mir den Kopf abschlagen. Und wer kümmert sich dann um die beiden? Dieses Ding ist weg, Esther. Das kann dir nichts mehr tun. Schau mich an, Esther. Niemand will dir etwas Böses. Keine Angst, Esther. Dieses Ding ist fort. Es kann dir nichts tun. Der Paladin, er will mir den Kopf abschlagen. Wer soll sich dann um meine beiden Jungs kümmern? Vor allem hier im Hintergrund, ne? Der weiße Hai, glaube ich. Keine Ahnung, Chuck die Killerpuppe oder so? Eine Spinne? Weiß ich nicht. Und Klaus. Wer ist Klaus? Schau mich an, Esther. Hier ist niemand, der dir etwas Böses will. Der Geist ist verschwunden. Er ist weg? Er ist weg und er kommt nicht wieder, solange du ihn nicht lässt. Er hat gesagt, er will sich Nate holen. Sobald er mir wieder den Kopf abgeschlagen hat, will er sich meinen kleinen Jungen holen. Dazu wird es nicht kommen. Ich erkläre es dir, aber nicht hier. Lass uns zu Nate und Gulliver ans warme Feuer gehen. In Ordnung? Ja, ja. Oh, danke, Wilbur. Okay, wir haben Esther gefunden. Alle möglichen kleinen Gegenstände und auch ein paar Kleidungsstücke. Dieses Ding hat sich an der Angst seiner Opfer gelabt. Es hat sie krank gemacht, vielleicht sogar verrückt. Sie konnten an nichts anderes mehr denken, haben nichts mehr gegessen. Und niemand im Dorf wusste, was geschehen ist. Ein kleiner Spiegel, eine Flöte, Schuhe, Tücher, da, eine Haarspange. Viele Kleinigkeiten, die an die verschleppten Dorfbewohner erinnern. Ich werde dem Bürgermeister anbieten, alles ins Dorf zu bringen, sobald ich Timmy vom Fluch befreit und das Buch des Hexenmeisters gefunden habe. Klaus, betrachte das Bild von dem Mann. Ein Mann, der freundlich dem Betrachter zuwinkt. Er trägt ein Namensschild. Er heißt Klaus. Kapiere ich nicht. Ich auch nicht. Ich mag es nicht, wenn man bei Kunst nachdenken muss. Was soll uns das Klaus-Bild sagen? Ich weiß nicht. Trotz meiner Zeit im Seefels kenne ich mich mit Fischen nicht gut aus. Ich bin ein Bergkind. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich bei diesem Fisch um einen Delfin handelt. Na, fast. Das erklärt auch, warum er mit der Schwimmerin spielen will. Jemand meinte mal zu mir, Delfine und Wale seien gar keine Fische. Es seien Vögel, weil sie mit ihren Flügeln durchs Wasser fliegen wie Vögel durch die Luft. Vielleicht ist da etwas dran. Nicht ganz, aber fast, Wilbur. Das Bild eines Clowns. Witzig. Ein trauriger Clown ist Kunst, das weiß jeder. Aber der hier sieht nicht sonderlich traurig aus. Oh Mann. So, zu der Spinne sagt er nichts.
Sobald sie Gulliver und Nate in die Arme schließen kann und weiß, dass alles in Ordnung ist, wird sie diese Höhle schnell vergessen haben. Okay, wir können noch mit Lizzie reden. Rede mit Lizzie. Ziemlich furchteinflößender Gegner, oder? Ja, was glaubst du, ist es? Ein Dämon? Ein Geist? Ich glaube, nach dem Tod des Hexenmeisters hatten die Leute im Dorf so große Angst, dass etwas Schlimmes passieren würde, dass es dann auch tatsächlich passiert ist. Und hätten sie keine Angst gehabt, wären sie alle noch da? Ich weiß nicht. Mein Onkel Ludok hatte ständig Angst, krank zu sein. Das hat ihn krank gemacht. Und wenn du zu viel Angst vor dem Tod hast, vergisst du darüber das Leben. Weißt du, was ich meine? Du bist ein Philosoph, Wilbur Wetterquarz. Ich habe nur in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, dass es besser ist, Dinge zu tun und vielleicht zu scheitern, als Angst davor zu haben und gar nichts zu tun. Richtig! Hast du schön gesagt. Was machst du, wenn das hier vorbei ist? Hilfst du mir, das Buch des Hexenmeisters zu finden? Das ist dein Abenteuer. Auf mich warten andere. Aber, naja, ich finde, wir beide passen gut zusammen. Oh. Also als Partner, meine natürlich, ich. Natürlich. Also als Abenteurerpartner. Das finde ich auch. Na, versuch ich dich mal. Seefels im Frühling soll eine Reise wert sein. Naja, gerade ist es ein Polizeistaat mit einer wahnsinnigen Herrscherin. What? Kann auch nett sein. Kommt auf die Begleitung an. Sie flirtet mit uns! Sie flirtet mit uns! Ich kenne zwei, die sehnsüchtig auf dich warten, Esther. Und ich kenne jemanden, der uns einen Sack voll Gold schuldet. Kommt, gehen wir. Dann gab es nie einen Fluch? So ist es. Keinen Fluch, keine reale Bedrohung. Erst die Angst davor hat sie real werden lassen. Ich werde zukünftig versuchen, nicht immer gleich das Schlimmste zu vermuten. Ja, seien Sie neugierig. Fangen Sie damit an, dass Sie meine Zombie-Freunde in Ihrem Dorf willkommen heißen. Wir werden sehen. Ich werde zumindest mal mit Ihnen reden. Das ist immer ein guter Anfang. So, sollte es nicht eine Belohnung für die Vertreibung des kopflosen Reiters geben? Wenn ich mich nicht irre, haben Sie demjenigen, der den kopflosen Reiter zur Strecke bringt, einen Sack voll Gold versprochen. Natürlich. Und du hast ihn dir verdient. Wir haben ihn uns verdient. Lizzie und ich machen halbe-halbe. Genau wie es abgemacht war. Oh. Wir sehen uns. Sie hat den Sie hat den kompletten Sack bis mitgenommen. Warum hat sie ausgerechnet ein kopfloser Reiter verfolgt? Warum hat sich ihnen die Angst in Form eines kopflosen Reiters gezeigt? Mein Großvater hat mir früher immer eine Geschichte von einem kopflosen Reiter erzählt. Ich hatte große Angst davor, aber es war auch meine Lieblingsgeschichte. Okay. Und wenn es erst einmal genug Hysterie gibt, hält man alles für möglich. Sogar, dass Spukgestalten real sind. Zeigen Sie mir jetzt bitte den Weg zum Schloss. Sie wissen jetzt, wie Sie sich gegen den Fluch wehren können. Können Sie mir dann jetzt bitte den Weg zum alten Van Buren-Schloss zeigen? Natürlich. Dir und der bezaubernden jungen Dame. Das wurde aber auch mal Zeit. Ich mache eine genaue Karte. Ich werde bestimmt noch ein paar Mal vom Schloss ins Dorf und zurückreisen müssen. Meine Freunde sind hier und Timmy ist immer noch irgendwo im Wald. Ist mir recht. Brechen wir auf. Na, dann schauen wir mal, wer im Schloss wohnt. Danke, Herr Whale. Was sind das denn, Frösche? Ich habe mir den Weg genau aufgemalt. So können wir jederzeit zurück ins Dorf, wenn es nötig werden sollte.